Herzlich willkommen zu meinem zweiten Video aus der Reihe Scratch Cara Aufgabenstellungen. Die Aufgabenstellung lautet jetzt hier: Betrachte wieder die hier abgebildete Welt. Und Cara soll bis zum Baumstumpf laufen, also von hier weg bis zum Baumstumpf, und dann zum Stehen kommen. Jetzt muss er aber auf dem Weg noch etwas erledigen. Dort, wo Cara ein Kleeblatt findet, muss er dieses aufheben, und dort, wo Cara kein Kleeblatt findet, muss er eines hier ablegen. Wir machen das jetzt auf eine wenig elegante Art und Weise, wie wir das dann später kennenlernen. Also wir arbeiten jetzt noch ohne Steuerung, und was er machen soll, schauen wir uns mal hier kurz an. Ich starte hier die Animation, er hebt sie auf und legt sie wieder ab. Gebe sie wieder zum Ausgangszustand dazu. Habe das hier und habe hier gleich die Lösung programmiert. Er geht also einen Schritt, und ich persönlich als Mensch kenne dann seine Welt, seine Bühne. Sage ihm dann, er soll es dann aufheben, dieses Kleeblatt, soll wieder einen Schritt gehen und dann wieder ablegen. Du kannst dann wieder hier so schrittweise dann durchgehen. Geht also diesen Schritt dann dementsprechend dann weiter, wenn ich hier drauf klicke. Jetzt move, dann wieder geht er einen Schritt und legt dann im nächsten Programmschritt dann hier dieses Kleeblatt ab. Also sehr einfach gemacht, auch nicht so elegant. Ist natürlich vorausgesetzt, dass ich hier diese Welt kenne. Cara selber würde diese Welt nicht kennen und könnte dementsprechend hier nicht natürlich selber dieses Programm dann erstellen. Elegantere Lösungen dann in einem weiteren Video, einer weiteren Aufgabenstellung.